Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Georg TV. Böse Mann packt aus über Sinanji, er schwört Rache und distanziert sich komplett von Sinanji. Ich muss dazu sagen, Hut ab, böse Mann, vollen Respekt, dass du das getan hast. Zunächst mal, dass er mal sich distanziert von jemandem, mit dem er mal klargekommen ist, mit dem er unterwegs war, sogar einen Boxkampf zu bestreiten hätte, dass er sich von ihm mal distanziert und mal schaut, was demnächst passiert. Weil es kann nicht sein, dass böse Mann mit so einem Menschen einen Rückkampf macht, mit ihm unterwegs ist, Freund ist, wenn so ein Mensch sowas macht. Ihr müsst euch vorstellen, wir reden nicht über Vermutungen, wir haben Beweise, wir haben strikte Aufnahmen, die zeigen, was genau von dem Mund von Sinanji kommt. Und das ist, wie gesagt, nicht der erste Skandal. Und jedes Mal geben wir Sinanji eine neue Chance. Und jedes Mal unterstützen die Leute immer wieder von neuem Sinanji bei jedem Projekt, was er macht. Er hat eine gute Fanbase aufgebaut. Und trotz allem fällt er wieder und macht neue Fehler. Und irgendwann ist es genug und irgendwann muss er mal aufwachen. Denn es gibt Menschen auf dieser Welt, die wollten schon immer mal eine Chance bekommen und haben es nie bekommen. Und dieser Typ bekommt jedes Mal eine Chance und verkackt es immer wieder. Und ich weiß, ich bin vielleicht einer der wenigen da draußen, der seine ehrliche Meinung sagt und sich für nichts juckt. Und Sinanji hat mir mal schon geschrieben und hat mir ja gedroht und gesagt, er wird dies und jenes mit mir tun. Aber ich rede und sage die Wahrheit. Und auch wenn ich vielleicht auf meine Schnauze bekomme von ihm, keine Ahnung, mir ist es wurscht. Er ist ja sowieso stärker als ich, aber ich sage die Wahrheit. Und wenn ich etwas sehe, was nicht korrekt ist, dann sage ich es, Mann. Ich hoffe, ihr steht hinter mir, unterstützt mich, Freunde. Das war's von mir. Wenn ihr keine weiteren News verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Hier ist der Schnitt von Böser Mann. Danke und Peace. Sinan. Es sind tatsächlich Videos im Umlauf. Es kursieren Videos im Internet. Okay? Videos, Tonaufnahmen von dir, die geleakt wurden. Teilweise ungeschnittene Tonaufnahmen, weil wir haben ja bei dem ersten Skandal von dir letztes Jahr, wo da ging es ja um, das geht ja um diese Sachen, da hast du uns ja alle überzeugt gehabt, dass du unschuldig bist und du hier und hier dich irgendjemand abficken will. Jetzt ist tatsächlich so, dass eine Frau aufgetaucht ist, die sich als Ex ausgibt und diese ganzen Sachen einfach hat, ungeschnitten. So, diese Sachen kursieren im Internet rum. Und es ist nicht meine Aufgabe oder man kann von mir nicht verlangen, hier jetzt zu spekulieren, sind die echt oder sind die nicht echt. Ja? Nein, es ist deine Pflicht, diese Videos und diese Tonaufnahmen unmissverständlich klar und deutlich zu widerlegen und ohne irgendwelche kurz gesagt, es muss einfach unmissverständlich von dir widerlegt werden und auch von deinem Bruder, weil irgendwie hängt der auch da mit drin in dem ganzen Ding. Also ich rede hier vom Roos. Irgendwie ist der auch da, wird er da auch ständig irgendwo mit drin. Ist auch irgendwo mit drin. Also, ja. Und deswegen, aus diesen Gründen kann ich mit dir keinen Rückkampf machen. Keinen öffentlichen und offiziellen Rückkampf machen, bis diese Sachen von dir unmissverständlich geklärt sind und sauber und glasklar für uns, für mich und für alle anderen, ja, die jetzt an deiner Unschuld geglaubt haben, jetzt aber vom Gegenteil sozusagen fast überzeugt sind. Es gilt immer noch die Unschuldsvermutung in Deutschland, aber wie gesagt, das ist deine Aufgabe, deine Unschuld zu beweisen und nicht unsere Aufgabe, darüber zu spekulieren und uns hier keine Ahnung was zu machen. Okay? Und bis dahin distanziere ich mich.